Die schnellste Gaming-CPU der Welt, von wegen, du hast ausgedient. Aua. Hallo Freunde der weltschnellsten Gaming-CPUs und willkommen zu einem weiteren News-Video. Leute, es ist Frühling, naja, zumindest für die Meteorologen. Die Sonne scheint, die Seen sind zugefroren. Okay, Frühling ist ein bisschen was anderes, also heißt es wieder drin bleiben in der von der RTX 4090 geheizten Wohnung und News-Videos gucken. Und im heutigen Video ist natürlich wieder volles Programm angesagt. Ob jetzt Intel, AMD oder Nvidia, jeder bekommt heute seinen Platz. Aber los geht es erstmal mit den CPU-News und natürlich Intel. Okay, der 13900K ist entthront. Dazu später aber natürlich noch mehr. Also stellt sich die Frage, welche CPU wird ihm nachfolgen, um AMD Paroli zu bieten? Und da gibt es irgendwie keine genauen Infos von Intel. Ja, der Codename Meteor Lake, der schwirrt schon seit Ewigkeiten durchs Netz. Und ja, es ist kein Geheimnis, Meteor Lake wird natürlich kommen. Aber wohl nicht im High-End-Bereich, der Meteor Lake wohl auf maximal 6 Performance-Kerne begrenzt ist, ja, was für ein 14900K, glaube ich, ein bisschen schwach wäre. Dann würde sich der Rückschritt wie schon beim 11900K nämlich wiederholen und das will natürlich niemand. Nun gibt es aber von einem der wohl glaubwürdigsten Hardware-Leaker schon ja fast die Bestätigung, dass es einen Raptor Lake Refresh im dritten Quartal 2023 geben wird. Es ist der Leaker TLC, dessen Tweets aber leider auch schon wieder verschwunden sind, weil es wohl Angriffe auf seinen Account gegeben hat. Raptor Lake Refresh ist also quasi gesichert, aber auch Meteor Lake wird sicher in der einen oder anderen Form für den Desktop kommen und nicht ganz uninteressant sein. Denn auch hierzu gab es einen Haufen an technischen Infos. Denn insgesamt 20 PCIe Express 5.0 Lanes sind nicht wenig, die der Z890 Chipsatz in Verbindung mit einer Meteor Lake CPU bieten soll. Also 16 für die GPU und 4 für eine zum Beispiel SSD. Zusätzliche 4 Gen 4 Lanes kommen natürlich auch noch dazu. Ja, und zu guter Letzt soll noch Wi-Fi 7 kommen, also ja durchaus viele Argumente für eine Meteor Lake CPU. Leider sind aber auch natürlich wieder neue Mainboards nötig, da der Sockel LGA 1851 mit deutlich mehr Pins kommen soll. Größentechnisch bleibt aber alles gleich, die alten Kühler passen also auch weiterhin. Ja, ob nun jetzt auch noch DDR4 unterstützt wird und wie schnell DDR5 laut Vorgaben takten darf, ist übrigens noch überhaupt gar nicht bekannt. Und bis es soweit ist, wird natürlich noch ein ganzes Jahr vergehen, denn ja, vor dem ersten Quartal 2024 wird wohl kaum mit Meteor Lake zu rechnen sein. Und na klar muss ich auch noch über den neuen König der Gaming-CPUs sprechen, nämlich dem AMD Ryzen 7950X 3D. Der ist nun zumindest teilweise erhältlich und Tests sind seit Montag überall online. Ja, und eigentlich sind sich alle einig, der 13900K und auch der KS sind klar geschlagen. Zwar nicht unbedingt im Anwendungsbereich, wo der 13900K den 7950X 3D noch durchaus in Pinlänge voraus ist. Im Gaming hat der 13900K aber keine Chance und liegt um immerhin 4-5% zurück. Das ist zwar deutlich, aber nicht so deutlich, dass man sich mit einem 13900K jetzt schlecht fühlen müsste. Viel schlimmer ist der Vorsprung zu AMDs eigenen CPUs. Der 7950X liegt um knapp 20% zurück und selbst der 5800X wird um 25% geschlagen. Und ja, das ist durchaus eine Ansage. Soll heißen, der 3D-V-Cache funktioniert bestens. Ob mit einer RTX 4090 oder 7900XTX, wie sie zum Beispiel Computerbase beide getestet hat, der 7950X 3D liefert ab. Aber, und das sollte man bedenken, auch bei ihm ist es natürlich wie immer, je höher die Auflösung, desto unrelevanter wird die CPU. Denn getestet wurde zum großen Teil natürlich wieder in 720p. Was für eine RTX 4090 natürlich völliger Nonsens ist. Trotzdem hat der 7950X 3D noch die Effizienz im Gepäck, die absolut vernichtend ist. Denn er benötigt im Extremfall nur halb so viel Energie wie ein 13900K und ist noch dazu ein wenig schneller. Aber auch hier natürlich in 720p. In GPU-limitierten Szenarien kommen sich beide CPUs natürlich deutlich näher.
Schnell ist er, ein Problem bleibt aber halt der Preis von 789 Euro. Das ist durchaus okay für eine High-End-CPU, aber im 13900K kostet mit 615 Euro mal eben fast 30% weniger und das bei 5% weniger Leistung in Spielen. Ja, da muss man nicht lange überlegen, was man kauft. Noch dazu, wo die AM5-Plattform im Schnitt halt immer noch einen ganzen Tag teurer ist. Ja, und zur Ehrenrettung des 13900K muss ich noch hinzufügen, dass er mit eingeschränktem Powerlimit auch richtig gut Effizienz kann. Leider wird er aber ja oft halt mit offenem Powerlimit getestet, aber ja, hier muss ich Intel eigentlich an den eigenen Pin fassen. Das wäre nämlich auf jeden Fall vermeidbar gewesen. Naja, ein ganz, ganz großes Lob an AMD für diese monstergeile CPU. Aber der Preis muss natürlich trotzdem runter. Denn trotz deutlich schlechterer Effizienz bleibt der 13900K die preislich bessere Wahl. Ja, zum einen ähnlichen Preis wäre aber der 7950X3D einfach das klar bessere Produkt. Heftige Gaming-Leistung, sehr gute Anwendungsleistung und dazu eine extrem hohe Effizienz. Was will man eigentlich mehr? Ja, vielleicht ein 5800X3D, dessen Preis langsam im Sinkflug ist und sich der 300-Euro-Marke nähert. Ja, da kommt in Sachen Preis-Leistung keine der anderen CPUs heran. Und leider ist aktuell nur der 7900X3D zu kaufen. 679 Euro sind natürlich auch eine ganze Stange Geld. In Sachen Gaming-Leistung dürfte er aber auch kaum langsamer sein, auch wenn nur 6 statt 8 Kerne auf den 3D-V-Cache zugreifen können. Ja, und der Plan ist es, diesen im nächsten das Monty-PC zu verbauen, den ich dann natürlich auch testen werde und ich freue mich ehrlich gesagt schon riesig drauf. Und denkt dran, alle besprochenen CPUs habe ich natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Vorkauf einfach draufklicken und ja, mir auf jeden Fall eine kleine Provision gönnen. Danke! Eins muss man Nvidia ja erlassen, sie ruhen sich nicht aus und sorgen für immer neue Features, die es natürlich nur auf Nvidia Grafikkarten gibt. AMD zieht hier zwar sehr oft nach, aber das ist halt nur Nachziehen. Nun kommt mit dem neuesten Treiber-Update von Nvidia wieder mal was Neues, nämlich Nvidias Video Super Resolution, die das Bild von Videos im Browser deutlich besser skalieren sollen als herkömmliche Methoden. Notwendig dafür sind aktuell noch Edge und Chrome und eine Grafikkarte ab einer RTX 3000, welcher Art übrigens auch immer, wobei RTX 2000 noch nachgereicht werden soll. Einziger Nachteil, des Feature muss im Treiber noch extra aktiviert werden und der Grund ist durchaus simpel, denn hier und da sorgt die Technik auch vielleicht mal für ein schlechteres Bild, nämlich dann, wenn die Key vielleicht so ein bisschen übereifrig agiert. Einen sehr, sehr guten und umfangreichen Test gibt es mal wieder von Computerbase natürlich, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. 4 Qualitätsstufen gibt es, wovon die 4. natürlich auch die stärkste ist und nur für High-End-Grafikkarten gedacht ist. Und logisch, dass nur Videos unterhalb UHD entsprechend skaliert werden und laut Computerbase hat das aber nichts damit zu tun, was zum Beispiel DLSS in Spielen leistet. Aus einem 720p Video kann man also trotzdem kein UHD Video machen. Ja, kleine Verbesserungen sind hier und da sicherlich zu erkennen, aber ich bin ganz ehrlich, dafür, dass die Grafikkarte dann extrem ackern muss und natürlich extrem viel Strom verbraucht, ja, ist es mir persönlich das überhaupt nicht wert. Denn mein Problem ist bei Internetvideos nämlich nicht die Skalierung, sondern die viel zu starke Kompression. Ja, ganz besonders hier auf YouTube. Und da kann auch Nvidia nichts dran machen. Wem die normale Nvidia RTX 4080 hier nicht reicht, der hat genau ja, 2 Möglichkeiten. Entweder eine RTX 4090 kaufen oder ein extremes Custom Design. Und eines der extremsten wurde nun von Galax vorgestellt, nämlich die RTX 4080 Galax Hall of Fame, die speziell für enthusiastische Übertakter gedacht ist, ja, und eine Stromversorgung nutzt, die wohl von Außerirdischen entworfen wurde. Genau 3 Modelle sollen auf den Markt kommen, die hierzulande aber aktuell noch nicht zu kaufen sind. Ein normales LAB-Modell und ein Plus und ein Plus X-Modell. Jeweils mit mehr Takt und beim X-Modell mit dem HOF-Panel Nummer 3. 2 BIOS-Versionen sind übrigens umstellbar. Einmal Silent mit eher ganz normalen Taktraten und den normalen 320 Watt TDP. Im Performance-Modus geht aber der Monty ab. 400 Watt sind hier angesagt, die nochmals auf 470 Watt erhöht werden können. Und das ist schon ziemlich krank. Wie wir aber wissen, bringen höhere TDPs bei der 4080 so gut wie nichts. Daher ist hier dann natürlich massives Overclocking nötig, um das auch auszureizen. Und für Otto Normalmontis ist das halt nichts. Ja, schick ist hier aber natürlich, nur jetzt sagen wir mal ehrlich, das Teil wird sicherlich genauso teuer werden wie eine günstige RTX 4090. Ja, und da frage ich mich, wo ist da der Sinn?
Es ist mal wieder passiert. John Petty Research hat neueste Zahlen zu den GPU-Verkäufen veröffentlicht und ja, alle stürzen sich aktuell auch darauf. So auch natürlich ich. Leider ist die Überschrift aber durchaus fragwürdig gewählt, wenn auch jetzt nicht unbedingt falsch. Aber die Minuszahlen beziehen sich auf die kompletten GPU-Verkäufe. Und die beinhalten halt auch sowas hier richtig, nämlich eGPUs in CPUs, die den Großteil an verkauften GPUs ausmachen. Denn dass der Absatz an Desktop-Grafikkarten weiter eingebrochen ist, ist schlicht und einfach falsch. Denn hier tritt so langsam nämlich Erholung ein. Zumindest laut den neuesten Zahlen gab es bei den Desktop-Grafikkarten im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum dritten Quartal stolze 7,8% mehr verkaufter Grafikkarten. Ganze 7,4 Millionen Stück wurden abgesetzt, wobei das im Vergleich zu den Jahren zuvor trotzdem eher schlecht ist. Im Laptop allerdings sind die Zahlen vernichtend mit 21% weniger. Also insgesamt sind die 15,4% miese natürlich kein Ruhmesblatt. Die Marktanteile insgesamt sind mit den enthaltenen Intel und AMD eGPUs natürlich etwas undeutlich. 12% AMD, 17% Nvidia und 71% Intel, wobei es bei AMD hier schon ganz klar abwärts geht. Und das trotz eGPU in den Ryzen 7000 CPUs. AMD muss hier unbedingt bald weitere RX 7000 Grafikkarten rausbringen, sonst wird das Ganze einfach nicht besser. Ja, warum da nichts passiert? Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wobei man AMD und Nvidia natürlich zugutehalten muss, dass beide wohl für die positiven Zahlen bei Desktop-Grafikkarten zuständig sind, dass hier halt schon Ende 2022 einige Neuerungen gab. Aber das war es noch gar nicht. Am schlimmsten hat es nämlich den CPU-Absatz getroffen. Oh, Moment, falsch rum. Der sich bei JPR mit den Zahlen von Mercury Research ziemlich genau deckt. 35% weniger CPUs als im Vorjahr wurden nämlich verkauft, ein absolutes Desaster. Nur noch 54 Millionen Stück im vierten Quartal 2022. Und da hilft es auch nicht, dass die Desktop-CPUs mit 37% Marktanteil deutlich zugelegt haben. Aber ja, der Branche geht es aktuell gar nicht gut. Trotzdem muss ich es auch in diesem Video natürlich dazu sagen, die Jahre 2020 und 2021 waren extrem fette Jahre für die Branche. Das kann so einfach nicht gehalten werden. Und dann kommt aktuell natürlich noch die weltweit hohe Inflation dazu. Die Leute haben für solchen Luxus einfach kein Geld mehr. Und die heutige Spiele-News darf natürlich auch nicht fehlen. Und ob ihr es mögt oder nicht, mein Lieblingsspiel 2022 war ganz klar das hier, nämlich Elden Ring. Oh Mann, wie habe ich das Spiel geliebt und liebe es immer noch. Ja, an sich ist es auch hier nur eins meiner Hassspiele. Ja, einfach Quests abarbeiten und Monster töten, ich mag das einfach nicht. Aber allein der harsche Schwierigkeitsgrad hat mich bei Elden Ring extrem gepackt. Und was ich noch an Elden Ring liebe, die Story, die ist fast gar nicht vorhanden, denn ich war nie ein großer Freund von Stories in Spielen. Und nun ist es endlich offiziell, eine Erweiterung wird kommen und ja, kein DLC, sondern eine saftige Erweiterung. Also wird das Ganze sicherlich so ein bisschen größer ausfallen. Auf dem offiziellen Kanal wurde das hier mit diesem schicken Bild nämlich getweetet. Und wie immer verstecken sich im Bild natürlich viele Hinweise auf die Erweiterung. Daher hat das große Rätselraten jetzt natürlich auch begonnen. Was noch fehlt, ist ein Termin. Es befindet sich nämlich lediglich in der Entwicklung. Man sollte aber noch 2023 damit rechnen können. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig und hoffe, dass der Schwierigkeitsgrad nochmals ein bisschen happiger ist. Denn so sehr ich am Elden Ring Beast auch zu knabbern hatte, für ein From-Software-Spiel war Elden Ring ja eher ein leichtes Kaliber. Auch wenn viele von euch sicherlich schon am ersten Boss verzweifelt sind. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und wisst ihr, was ich über alles liebe? Zufriedenheit. Ein Ding, das besonders in Deutschland zur Seltenheit geworden ist. Dabei ist vielen überhaupt nicht bewusst, wie gut es uns trotz der vielen politischen Probleme gerade geht. Und auch im PC-Bereich muss es ja immer was Neues sein und oft ist das überhaupt nicht nötig. Ja klar, auch ich freue mich über eine RTX 4080. Brauchen tue ich die aber nicht wirklich. Werde ich alt? Bin mit meinem Ryzen 9 3900X nach fast 3 Jahren immer noch sehr zufrieden. Genug Leistung für Spiele und Anwendungen wie 4K-Videos rendern. Dabei ist er nicht sonderlich hitzköpfig, was wohl auch dem Deepcool SSN 3 Luftkühler zu verdanken ist. Neue CPUs und so weiter sind sicherlich immer interessant, aber realistisch betrachtet bräuchte ich nur eine bessere GPU als meine RTX 2080 Ti. Es ist doch schön entspannt, wenn die vorhandene fast 3 Jahre alte Hardware immer noch vollkommen ausreichend ist.
Ach, ist das herrlich, sowas zu lesen. Und ja, recht hast du, ein 3900X und eine 2080 Ti reichen aktuell immer noch vollkommen aus, wenn man jetzt nicht unbedingt in 4K mit maximalen Details und Raytracing zocken will. Wobei Nvidia und AMD das sicherlich so ein bisschen anders sehen. Es muss einfach noch nichts Neues her. Und mit Techniken wie DLSS etc. ist auch aus alter Hardware auch noch viel herauszuholen. Denn jede Generation eine neue Grafikkarte oder CPU ist meiner Meinung nach völlig übertrieben. Los Leute, seid doch einfach mal zufrieden. Wobei, ja, so ein paar Abos mehr auf meinem Kanal, die wären ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, okay, ich habe ja recht, 127.000, das ist schon der Wahnsinn. Also bin ich jetzt mal zufrieden. Und wie zufrieden seid ihr mit dem Videospeicher eurer Grafikkarte? Naja, wer 12 oder mehr hat, der sollte auf jeden Fall erstmal ausgesorgt haben. Aber es gibt noch viele mit deutlich weniger. Und ja, das wollte ich mal in der letzten Umfrage von euch wissen. Über wie viel Videospeicher verfügt deine Grafikkarte? 6% müssen sich mit maximal 4 GB zufrieden geben. Ja, das kann schon mal für Unzufriedenheit bei aktuellen Titeln sorgen. Und die 6% mit 6 GB sind da jetzt auch nicht so viel besser dran. Zufrieden kann man wirklich erst ab 8 GB sein. 34% können darüber verfügen. Wobei es je nach Karte auch hier schon mal verdammt eng werden kann. Die RTX 3070 hatte ja mit ihren 8 GB auch schon so einige Probleme. Und wenn ich da an eine mögliche RTX 4070 mit 8 GB denke, ja, dann wird mir schon richtig schlecht. 10 oder gar 12 GB sind hier natürlich deutlich entspannter. 25% können das, glaube ich, so bestätigen. Und im Luxusschwelgen 29% mit über 12 GB, da muss man sich, glaube ich, die nächsten Jahre erstmal keine Sorgen drum machen. Aber man sieht ganz klar, 8 GB sind weiterhin die Norm. Das sollte sich aber, glaube ich, bald ändern. Denn besonders Nvidia sollte sich mal angucken, wie lange sie schon nur 8 GB auf Mittelklasse-Grafikkarten verbauen. Das muss sich einfach ändern, Nvidia. Ja, hier bei mir ändert sich aber nichts, daher erscheint das nächste News-Video natürlich am Freitag. Die beliebten Wochenend-News natürlich. Ja, und lang ist es ja nicht mehr. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.